meine Damen und Herren, liebe Sith-Fans, live auf Twitch, wir zeichnen auf YouTube ein ganz ungewohntes Startbild hier. Start einer neuen Civilization-Partie, im Hintergrund die Termine der nächsten Tage auf Twitch. Die YouTube-Leute werden sich fragen, was soll das? Wo ist mein Civilization 6 Hauptmenü? Wo ist die Fraktion? Wo sind die Gegner? Wo ist der Auswahlbildschirm? Zeige ich euch nicht, denn folgendes Konzept habe ich mir überlegt. Wir wollen es mal ein bisschen auf eine andere Weise spannender gestalten als sonst. Wir zeichnen ja live auf Twitch. Wir spielen wie immer auf Gottheit. Auf der Schwierigkeitsstufe, bei dem wir richtig leiden müssen, bei dem die KI mächtige Bonusse hat, gigantische Startbonusse und dann auch dauerhaft noch die ganze Zeit, bei der die Stadt starten, mit einer Mauer starten, sodass sie nicht so leicht zu erobern sind und so weiter und so fort. Ich sage euch auch, auf welcher Karte wir spielen. Ich sage euch auch, auf einer historischen Karte. Mit True Start Locations, mit wahren Startpositionen. Und das ist wichtig für unser Konzept. Ich sage euch auch, mit welchem Herrscher wir spielen. Ich sage euch auch, mit welchem Volk wir spielen. Alles andere aber, ich sage euch auch, dass wir mit zufälligen Forschungsbäumen spielen. Die also zu Beginn der Partie ausgelost werden. Sowohl die Kulturforschung als auch die naturwissenschaftliche Forschung. Deren Bäume sind für alle Fraktionen die gleichen. Aber wir kennen sie noch nicht. Die werden ausgewürfelt, deren ganzen Vernetzungen und Verästelungen, und die werden wir im Laufe der Zeit erst entdecken. Könnt ihr euch gleich anschauen. Ich sage euch auch, dass wir spielen auf sehr, sehr hoher Katastrophenwahrscheinlichkeit. Es gibt 4 Katastrophenstufen für Naturkatastrophen. Wir spielen auf 3 von 4. Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Tornados, Sandstürme, Internetabsturz, all diese furchtbaren Dinge, die sich ereignen können, mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit. Und alles andere, wer unsere Gegner sind, welche Völker, welche Herrscher, sage ich euch nicht. Und damit werdet ihr gleich auf der Karte auch nie genau wissen, auf dieser historischen Karte, wo lauern die eigentlich? Kommt aus Norden, kommt aus Westen, aus Osten oder Süden? Wo hat WB seine Gegner platziert? Wer kann das sein? Welches Volk ist es und wenn mit welchem Herrscher? Wo haben wir eventuell mit ein bisschen Glück Platz zum Siegeln? Wo gar nicht? Werdet ihr alle im Laufe der Partie entdecken. Wir spielen auf folgender Map. Kleiner Trommelwirbel oder alternativ ein Tusch. Danke, geht doch. Lieben Dank auch an die anwesenden Neuabonnenten Tim Brox und MR Martin, oder? Liebe Grüße, MRTN. Danke euch beiden. Wir spielen auf folgender Karte. Wir spielen auf der historischen Mittelmeerkarte. Die Karte, um die damals, also in der Antike, das Römische Reich gruppiert war. Das heißt, die Karte reicht im Westen von Iberien bis rüber in den Osten, Vorderorient, Kaukasus in der Art, reicht im Norden bis von Dänemark und von der Südküste Englands oder Großbritanniens. Großbritannien ist ja der geografische Begriff für die Insel. Runter bis nach die Nordküste von Afrika. Und zwar sehr viel von der Nordküste. Die Sahara ist noch voll drauf. Ja? Iberien, Kaukasus, Dänemark und Südküste Englands, Nordafrika. Und jetzt kommt das Volk, mit dem wir spielen. Es ist, bitte noch einmal ein kleiner Trommelwirbel. Geht doch. Es sind die Griechen. Hellas, die Hellenen. Wir spielen mit den Griechen. Die Griechen haben diverse Forte. Ihr wisst noch nicht, mit welchem Anführer oder welcher Anführer. Das sage ich euch gleich. Wir spielen mit den Griechen. Die Griechen haben folgende Bonusse im Spiel. Und ja, es heißt Bonusse und nicht Boni. Sie haben, das ist für mich persönlich der fetteste Bonus, den sie haben. Sie haben einen zusätzlichen Joker-Politikkartenplatz. Das heißt, wir haben von Beginn an unserer Partie einen extra Platz für Regierungen. Bei Regierungen wohlgemerkt, ne? Einen extra Platz, wo wir irgendwas draufpacken können. Das ist später im Spiel nicht mehr ganz so wichtig, aber da wir auf Gottheit spielen und zu Beginn vor allem Probleme haben werden, ist das ein fetter Bonus gleich von Beginn an. Wenn man nur 2 Kartenplätze hat und bekommt einen dritten, 50% mehr. Das ist cool. Dann haben wir eine Spezialeinheit, das ist der Hoplit. Den gucken wir uns später an. Er setzt bei uns der Speerkämpfer und er ist sehr stark, wenn neben ihm andere Hopliten stehen. Und wir haben einen extra neuen Theaterplatz, Bezirk. Unser Spezialbezirk ist die Akropolis. Und die Akropolis bringt nicht nur die üblichen Bonusse, also extra Kultur für jeden Unterhaltungsdistrikt und Wasserpark daneben und so weiter.
Die Akropolis bringt außerdem für jeden angrenzenden Bezirk, also nicht für jeden zweiten, sondern für jeden Bezirk, der angrenzt, einen Kulturpunkt. Und es gibt allerdings auch einen Nachteil. Die Akropolis kann bei uns, dieser Theaterplatzbezirk, nur auf Hügeln gebaut werden. Andererseits, wer die Karte schon mal gespielt hat, weiß, das ist hügelig. Im Balkan und auch in Griechenland. Da gibt es sowieso Hügel satt. Ja? Bin mal gespannt, wie wir das ausspielen können. Eine Frage gebe ich noch in den Chat rein. Da zapfe ich kurz die Schwarmintelligenz an, weil ich das bei der Recherche nicht rauskriegen konnte. In der deutschen Übersetzung heißt es, man würde auch einen Kulturbonus bei der Akropolis bekommen. Von +1 Nachbarschaftsbonus für jeden angrenzenden Stadtzentrum. Das Stadtzentrum ist aber zugleich ja auch ein Bezirk. Und was ich mich jetzt frage, gilt das doppelt. Also wir bekommen +1 Kultur für jeden Bezirk. Das würde dann auch bedeuten, für das Stadtzentrum bekommen wir dann plötzlich 2 dadurch fürs Stadtzentrum daneben oder auch nur einen. Das ist die Frage, die ich mal in den Chat weitergebe. Ich weiß es nicht. Und jetzt enthülle ich noch den Herrscher, den wir spielen, und dann können wir schon, dann kann ich schon klicken auf Go und wir starten. Wir spielen mit. Wen wünscht ihr euch? Kurze Frage in Twitch-Chat. Welchen Anführer oder welche Anführerin wünscht ihr euch? Es gibt verschiedene rund um die Griechen. Wen wünscht ihr euch? Gorgo, Perikles sind die Alternativen. Gorgo ist die Kriegidee, diese Spartanerin mit dem Speer, mit tollen Kampfbonussen. Und Perikles bei uns in unserer Community auch aufgrund seines vertrauenswürdigen Auftretens, liebevoll auch Dr. Perversikles genannt, wäre die Alternative. Also ganz im Ernst, wenn wir den spielen würden, ich müsste mich die ganze Zeit fremdschämen. Ein alter Mann mit grauer Bart, einer goldenen Maske auf dem Kopf, die er bisweilen sich auch vor die Augen zieht und dann Kommentare abgibt, bei denen man nicht weiß, ist es naiv, schlüpfrig oder gemein. Es wäre eine echte Herausforderung. Gorgo wäre deutlich sympathischer. Und wir spielen Trommelwirbel. Wen spielen wir? Perikles. Wen sonst? Wir spielen natürlich Perikles. Und ich erwarte damit, dass ab jetzt niemand von euch den Namen Dr. Perversikles während dieser Partie jemals mehr im Munde führt, im Chat postet, auf YouTube schreibt, wo auch immer. Dieser Spitzname ist für den Rest der Partie hier verboten. Der ist tabu. Wer diesen Namen in den Chat reinschreibt, von den Chat, wird von den Chatmoderatoren geschnappt und auf einen Scheiterhaufen gestellt oder Gorgo gegeben, und Gorgo piekst einen dann mit dem Speer oder was auch immer Schlimmes passieren kann hier. Ja, alles klar. Pumpkin Cake, vielen Dank fürs 4. Abo und danke an Morgenlicht fürs 20. Abo verschenkt von Pumpkin Cake auch. Xpan, danke fürs 2. Für 2 Jahre dabei sein, danke an dich. Danke an Zwiebia fürs 13. Wir starten. Und jetzt muss ich euch noch eine Sache zum Schluss sagen und dann drücke ich auf den Spiel-Starten-Button. Ich habe mal in alten YouTube-Kommentaren nachgeguckt. Ich habe einen Kommentar entdeckt vor ein paar Jahren. Da hat ein Zuschauer, ich glaube, ich habe den mittlerweile gebannt, weil der ging mir immer auf den Senkel und ich habe irgendwann gedacht, nee, den musst du irgendwie mit durchschleppen, weil, ja, komm, aber irgendwann ging es selbst für meine Verhältnisse. Irgendwann, nach ein paar Jahren, wurde es mir zu viel dann. Ne? Und der hat tatsächlich unter einem früheren YouTube-Video mal drunter gesagt, er würde es für möglich halten, dass ich gar nicht meine Streams auf Gottheit mache. Das wäre eventuell nur Fake. Er wäre sich da gar nicht so sicher. Weil beim Startbildschirm, wenn er eingeblendet steht, da steht zwar Gottheit, aber dann klickt er auf den Button und naja, vielleicht ist es auch geschnitten. Oder es ist irgendwie Bildbearbeitung, man weiß es ja nicht. Und dann versucht dem andere Zuschauer deutlich zu machen, dass unsere Videos ja bei einem Stream entstehen und alle Leute dabei sind. Also die würden ja mitbekommen, wenn im Nachhinein ein Video auf YouTube veröffentlicht worden ist und da wäre irgendwas geschnitten oder manipuliert. Aber nee, wir sind im Zeitalter des Internets und im Zeitalter der Verschwörungstheorien. Aber damit auch in diesem Fall nicht die Verschwörungstheorie entsteht, das ist gar nicht auf Gottheit, sage ich jetzt schon mal. Es gibt auch gleich bei verdecktem Hauptmenü, wir starten jetzt blind quasi, eine todsichere, super simple Methode, um das rauszukriegen. Kampfvorschau. Einfach eine Einheit anklicken, gegenüber einem Barbaren, ne? Einfach mal kurz mit der Maus drüber und er wird einem je nach Schwierigkeitsgrad angezeigt, laut Schwierigkeitsgrad, welchen Kampfbonus man hat. Und da wird einem das im Tooltip gezeigt, ich zeige es euch gleich. Also insofern, naja, komm, Schwamm drüber. Wir starten das Spiel auf 3, ihr seht es nicht, aber ich klicke jetzt auf einen Button. Auf 3, auf 2, auf 1 und auf jetzt.
Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Wahre Stadt, Punkt Mittelmeer. Und jetzt kann ich euch das Spiel auch im Hintergrund sehen. Und WB ist auch dabei. Lädt bitte warten. Und gleich hören wir unseren Sprecher zu Herrn Berikles. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Euer meisterhafter Umgang mit dem gesprochenen Wort ist ein wertvolles Geschenk, o redegewandter Perikles, Anführer der Griechen. Sichert euch damit die Hingabe eines ganzen Staatenverbunds, auf das ihr von seinem Ruhm profitiert. Gründet kulturelle Stätten entlang der felsigen Küsten Griechenlands, um euer Volk unter eurer gerechten Herrschaft zu vereinen. Mögen einst die Sirenen das Zeitalter des Perikles besingen. Und das bedeutet Folgendes. Erstens, wir haben auch einen Bonus als Anführer, den seht ihr im Text. Das ist der Anführer, nicht der Fraktionsbonus. Wir bekommen für jeden Stadtstaat, in dem wir Suzerän sind, plus 5% Kultur. Leute, lasst uns bitte hoffen, dass dieser WB, das ist der Streamer, der für euch verdeckt die Partie gestartet hat. Erinnert ihr euch dran, dass er nicht so drauf war, dass er eventuell auf der Karte, auf der Mittelmeerkarte, Friedrich Barbarossa eingestellt hat? Weil das wäre doch total, das wäre heftig, weil Friedrich Barbarossa und die Deutschen schlachten immer die Stadtstaaten ab. Dann könnten wir unseren entscheidenden Bonus niemals ausspielen. Ich hoffe sehr, dieser WB hat nicht Friedrich Barbarossa. Traut ihr ihm das zu? Ich hoffe nicht. Habe ich das oder nicht? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich hoffe, ich habe es nicht gemacht halt, ne? Weil sonst aua halt, ne? Und es bedeutet noch was Zweites. Ich gelobe mit feierlich, wir spielen auf. Ich lege mich jetzt schon fest auf die Siegvariante. Wir gehen auf eine, die wir lange nicht mehr hatten, auf Kultursieg. Ja? Und bitte nicht verwechseln mit dem Herrschaftssieg. Da ist zwar Kultursieg, da geht man auf einer Tour quer durch die Karte und killt alle Leute. Nicht mit I, sondern mit U bitte. Kultur. Alles klar. Und einmal los. Und jetzt überlegt euch mal bitte Folgendes. Wir spielen, ich zeige es euch auch nochmal im Bild, mit diesem Bonus, unser Theaterplatz, der uns entscheidend boosten soll, die Akropolis, profitiert von vielen Bezirken drumherum. Jeder Bezirk daneben gibt einen Kulturbonus von 1. Und jetzt schaut euch mal diese Startposition an, die auf diesen Karten immer die gleiche ist. Wo wollt ihr hier viele Bezirke hinsetzen? Das ist Griechenland. Das ist die Ägäis, rechts ist Anatolien, im Norden sind ich weiß nicht wer. Ungarn, Polen, Deutschen, Barbaren, Norweger, wer auch immer. Wo wollen wir hier bezüglich? Das wird schwer. Eine Starteinheit. Und die Frage ist, wo wir auch Bonusdörfer finden. Und die große Frage ist auch, wo wir neue Städte gründen können. Hier unten sollte ungefährlich sein. Das ist diese große Insel, die unten an Hellas, an Griechenland dran klappt und deren Name mir gerade nicht einfällt. Das ist Peloponnes. Pele spielt Fußball, also diese Meer, diese Landenge da, es wird immer peinlicher. Und hier oben beginnt der Balkan im engeren Sinne. Die Karte ist sehr groß, Terimasch, das heißt, es gibt sehr große Möglichkeiten für die KI-Gegner, sich auszubreiten. Wir spielen im Zentrum der Karte, starten wir. Könnt ihr euch echt so vorstellen. Das heißt, wenn wir werden auf Gegner treffen und fast alle Gegner im Spiel haben hinter sich frei, ein riesiges freies Land, wo sie in alle rosiedeln können, wie sie wollen. Nur wir in der Kartenmitte haben einen Gegner nach dem anderen, möglicherweise an den Grenzen. Mal gucken, wie ich uns das ausgesucht habe. So, wir ziehen mit dem entweder hier unten rum und suchen einen neuen Platz zum Siedeln, aber ich oben ziehen wir einmal rum, geht auch schneller. Und jetzt schauen wir mal, wo wir... Jetzt kommt das nächste Problem. Kein Trinkwasser. Das erste Süßwasser im Spiel ist hier oben. Das ist dunkelgrün. Das heißt, wenn wir hier beginnen, haben wir unfassbar wenig Wohnraum. Eine Möglichkeit, Wohnraum zu bekommen, ist gleich immer ein Kornspeicher. Und später noch, das ist aber ein bis zwei Zeitalter später, können wir noch einen Hafen setzen, neben der Stadt, einen Leuchtturm draufsetzen, dann gibt es auch extra Wohnraum. Aber bis dahin
keinen Wohnraum, vielleicht drei Bürger, die in der Stadt heranwachsen können, vielleicht. Danach ist Ende Gelände. Aquädukt, richtig, Aquädukt, aber das wird viel, viel später erst freigeschaltet. Aquädukt könnte man, kann man nur setzen, neben der Stadt, direkt neben der Stadt und dann angrenzend an das Aquädukt entweder ein Fluss, eine Oase oder ein Berg. Und jetzt fragen wir uns plötzlich, ob es eventuell klug wäre, hier zu siedeln. Auf dem Feld hier. Ob das klug wäre. Lass uns darüber mal gemeinsam nachdenken. Übrigens ist mir niemand spoilert, wo die strategischen Ressourcen sind auf der Karte. Ich habe die Map schon oft mit euch gestreamt. Ich habe natürlich vorher nicht ausgecheckt, nochmal in Ruhe, wo die sind. Das will ich nicht wissen. Wer sowas schreibt, fliegt sofort raus. Ohne weitere Warnung. Bitte Chatmons aufpassen, ja. Also wenn wir hier bauen würden, könnten wir danach ein Aquädukt platzieren, hier oberhalb von dieser Bonusressource. Wir könnten die Schafe entfernen, hier ein Aquädukt draufsetzen. Das wäre eine Option. Und das wäre eine Option. Und dann könnten wir Hafen. Hafen profitiert von einem Nachbarschaftsbonus durch Bonusressourcen anbei, die im Wasser sind. Wir könnten also einen Hafen hier hinsetzen. Wir könnten hier aber kein Dreieck von Bezirken machen. Boah, ist das schwer. Was wir machen könnten, wäre, wir könnten hier vorne einen Hafen hinsetzen. Und hätte immer einen Nachbarschaftsbonus von 3 dann. 2 durch das Stadtzentrum, einen von den Krabben. Auf dieser Karte sind Nachbarschaftsbonusse unfassbar wichtig für die Häfen. Die geben zwar auf den ersten Blick nur Geld, aber es kommt im Midgame ein Gebäude, das man auf den Häfen bauen kann, die Schiffswerft. Und die Schiffswerft gibt in gleicher Höhe des Nachbarschaftsbonuses, der einem Gold ausgezahlt wird, das gleiche auch in Produktion. 3er Nachbarschaftsbonus Gold heißt dann auch 3 Produktion. Und wenn man dann eine Politikkarte eingestellt hat, die den Hafennachbarschaftsbonus verdoppelt, wären das dann 6 Produktionen und das ist auf dieser Karte hier mit so viel Wasserfeldern und so wenig Landfeldern super wichtig. Super wichtig. Hafen kommt erst spät im Spiel, das stimmt, ja. Wie würdet ihr es machen, Leute? Wir können auch schon Ausschau halten nach einem Campus. Das hier wäre der 3. Ring. Wenn man hier einen Campus draufsetzt, hätte man einen 4er Nachbarschaftsbonus für einen Campus. Oder für eine heilige Stätte. Ja. Und das wäre schon extrem mächtig. Jeder Berg gibt plus 1 hier. Alternative wäre auf der Baumwolle siedeln. Kommt als Alternative ins Spiel. Das ist ein interessanter Gedanke. Denn hätte könnten nämlich hier ein normales Dreieck bilden von Bezirken. Da könnten wir hier nämlich die Baumwolle wäre auch so angeschlossen. Das stimmt. Und wir hätten hier vorne, könnten wir den Theaterplatz zum Beispiel hinsetzen. Die Akropolis und dann hätte die 2 Kultur durch das Stadtzentrum und durch den Hafen. Die Idee gefällt mir. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und dann kommt hier das Aquädukt hin und dann hätten wir hier sogar einen 3er Nachbarschaftsbonus für die Akropolis. Von jedem Bezirk oder Stadtgebiet drumherum hätten wir dann hier was. Kein Hügel. Ah, stimmt, Akropolis kann man nur auf Hügeln setzen. Dann geht das schon mal nicht. Dann fällt das weg. Danke für den Kommentar. Geht nicht. Mr. Eldia, danke fürs 48. Abo. 4 Jahre dabei. Grüße an dich. Florotis, danke fürs 15. Zwiebler, danke fürs 13. Morgenlicht bin, danke fürs 20. Abo. Ja, dann kann man das schon mal knicken. Also der Plan ist schon mal Geschichte hier. Der funktioniert dann schon mal nicht. Und wo kommt dann die Akropolis hin? Ja, im Chat wird gesagt, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten hier oben auch das Aquädukt hinsetzen und hier unten könnten wir die Akropolis hinsetzen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil das geht. Ja? Und dann hier vorne das Aquädukt hin und hätten wir für den Campus allerdings auch keinen erhöhten Nachbarschaftsbonus und hier auch nur einen. Ach, wie doof. Akropolis auf die Schafe? Ja, habe ich ja gerade gemacht. Habe ich ja gerade platziert. Das ist die Akropolis. Den Kanal finde ich nicht so wichtig, Udo. Also, der ist nicht unwichtig, aber die anderen Dinge finde ich wichtiger. Wie würdet ihr es handhaben? Was haltet ihr davon? Hafen und Handelszentrum auf der Insel bauen? Du meinst das Handelszentrum auf der Insel bauen? Ja, aber
dann haben wir schon sehr, sehr viele Bezirke geplant. Und die Anzahl der Bezirke, die man pro Stadt bauen kann, hängt mit der Bevölkerungszahl in der Stadt zusammen. Und wir haben schon so viel hier geplant. Also das macht wenig Sinn. Wir werden hier mit Wasserpark oder Unterhaltungsdistrikt arbeiten können. Die profitieren wiederum sehr von einem Theaterplatz daneben. Beziehungsweise umgekehrt, der Theaterplatz bekommt plus zwei Kultur für jeden Unterhaltungskomplex oder für jeden Wasserpark daneben. Ja? Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel einen Unterhaltungskomplex hinsetzen würden, hätte der Hafen hier den Dreierbonus, den Viererbonus. Und die Akropolis hätte einen Bonus mehr und damit einen Zweierbonus. Wasserpark kommt so spät im Spiel, Pokedost, dass ich den hier für die erste Stadt nicht einplanen möchte. Also wenn wir den Wasserpark bauen können, dann haben wir die Partie wahrscheinlich schon entschieden, im guten oder im schlechten Sinne. Mario, danke fürs Neunte. Abo hier. Ja, liebe Leute, wir haben eben darüber diskutiert. Gibt das Stadtzentrum einen Zweierbonus oder nun einen Einerbonus? Kurze Frage nochmal. Da steht Kulturbonus für jeden Bezirk und ein Bonus für Stadtzentrum. Bedeutet das, dass das Stadtzentrum in Summe sogar zwei Kulturbonus gibt? Wer weiß das? Nicht raten, sondern wer weiß das? Wer weiß das? Im Chat wird geschrieben 2, 2, 2. Dann ist ja alles gut. Ich verlasse mich auf die Schwarmintelligenz. Und dann... hier unten nachher noch eine zweite Stadt machen. Ja, wir müssen ja erstmal aufdecken, was hier unten noch kommt hier. Würde ich jetzt noch nicht so weit planen. Also das geht auf jeden Fall. Okay. Ja, im Chat werden Pläne gemacht, wenn man eine zweite Stadt gegründet hat und dann eventuell den Theaterplatz mit zwei Bezirken boostet oder was auch immer. Aber das ist zu kompliziert gedacht. Wir spielen ja auf Gottheit. Auf Gottheit kann man nicht im Vorhinein Sachen planen, bis so einen Plan machen für den Rest der Partie und dann wird alles nach dem Schachbrettplan gebaut. Man kann nur Stadt für Stadt vorgehen, weil man muss hoffen und beten, dass man überhaupt überlebt. Und das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Erstmal überleben, Fischwasch, genau, da bin ich bei dir. Und hier haben wir dann einen Bonus, einen Dreierbonus hier und keinen Vierer. Ja, das ist in der ersten Weltwunder schon geplant. Das kommt mir zu weit hier. Eine Idee verfolge ich nur aus dem Chat und die Akropolis auf die unteren Schafe zu setzen. Campus neben die Akropolis, hier vorne hin, das verstehe ich gar nicht. Akropolis auf die unteren Schafe und hier noch ein Campus hin. Ich wüsste nicht warum. Ach so, wegen den Riffen, weil hier ein Riff ist. Hey, jetzt kommen die interessanten Gedanken. Die sind leider etwas schwer lesbar auf der Karte. Da ist ein Riff, sehr guter Kommentar. Ein Riff gibt plus zwei Nachbarschaftsbonus. Das ist das einzige Feld, das von dem Riff hier überhaupt profitiert. Das heißt, hier sollte auf jeden Fall ein Campus hin. Anders geht schon mal gar nicht. Aber das könnte dann der Campus sein von der Stadt hier unten. Ja. Und dann decken wir mal auf, was hier ist. Und dann der Campus kommt hier unten hin und der Campus hier hin. Petra, sehr witzig. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt ziehen wir mit der Stadt... also das nickt mir jetzt ab, okay? Mit dem ziehen wir jetzt hier oben drauf. Wir haben noch nicht über Industriegebiet nachgedacht. Alles später. Erstmal ziehen und setzen. Und einmal hier vorne hin, bitte. Erste Runde verschenkt. Und eine Runde weiter hier. Achtung, liebe Leute, wir gründen die Hauptstadt der Griechen. Perikles Palast Domizil. Ja? Da weilen ab jetzt in dieser schönen Stadt Perikles und seine rechte Hand WB nebeneinander. Traulich vereint. Alte weiße Männer regieren die Welt und auch unsere Partie. Eureka, weil wir neben der Küste gesiedelt haben. Und, nee, tut mir leid, die Stadt heißt Athen. Wir spielen die Griechen, wir spielen auf einer historischen Karte. Das ist Athen. Warum sollen wir jetzt, wir können gerne Bullen nach Athen tragen, um irgendwelche Sprüche zu verunzieren
oder zu verballhornen, aber das ist Athen, das ist der Klassiker, gerade auch mit Perikles. Perikles verbindet man dermaßen mit Athen, das bleibt so. Dann hätte ich gerne einen Speer, ein Monument wäre auch nicht schlecht, aber ein Speer auf der Karte, das geht gar nicht anders. Dann schauen wir mal, wo wir hier gebaut haben. Ja, das ist sinnvoll. Drei Nahrung, eine Produktion. Jetzt kommen die zufälligen Forschungsbäume. Jetzt bin ich sehr gespannt, was man uns ausgewürfelt hat. Die ersten drei, die sind fix. Aber die anderen, die sind ausgewürfelt. Und das Segeln ist sehr in der Nähe. Das ist im Prinzip spannend, weil dann können wir die Krabben bekommen. Es sind nur Krabben hier. Das ist mäßig spannend. Das brauchen wir nicht unbedingt. Was brauchen wir hier? Wir brauchen einen Kornspeicher. Mit viel Glück. Leute, der Erste, der mir hier strategische Ressourcen spoilert auf der Karte, fliegt hochkant raus aus dem Chat. Liebe Chatmods, ja, wir reden jetzt über Pferde. Wer reinschreibt, wo Pferde, Eisen oder was auch immer ist, fliegt hochkant raus und kommt für den Rest des Abends nicht mehr rein. Ohne Scheiß. Chatmods passen drauf auf. Danke. Also da würden wir aufdecken, ob irgendwo in der Nähe eventuell Pferde sind. Das ist der Kornspeicher, den wir hier bauen können in der Stadt. Der gibt uns zwei Wohnraum mehr. Im Augenblick kann man nämlich nur an Wohnraum 4 auf der Karte. Und Wohnraum 4 bedeutet, dass die ersten beiden Bürger noch schnell entstehen, der dritte etwas langsamer und der vierte noch langsamer halt. Ne? Ja. Den Kornspeicher würden wir aber nicht in den ersten 10 Runden bauen. Das ist ja Quatsch. Wir bauen einen Speer, dann bauen wir vielleicht ein Monument oder einen Krieger oder irgendwas. Ich sehe uns im Augenblick nicht einen Kornspeicher bauen. Ich sehe uns auch keine Mine bauen. Lass uns mal die Pferde aufdecken. Wir brauchen eh alles und dann haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Ja? Pferde können immer spawnen. Pikemans, richtiger Kommentar. Wenn eine strategische Ressource spawnt auf einem Geländefeld, dann kann man danach da keinen Bezirk mehr draufsetzen. Das stimmt ja. So. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen weiter Richtung Norden. Und eine Runde weiter hier. Und ihr fragt euch, wen würdet ihr euch als Nachbar wünschen, hier auf der Karte? Wir haben 7 Gegner auf der Karte. Ich mache mir selber mal die Übersicht auf, welche ich reingeholt habe. Ich sehe es jetzt gerade. Ich sehe mal durch. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gegner mehr eingestellt. In allen Himmelsrichtungen. Es gibt viel mehr. Und ich habe eingestellt 14 Stadtstaaten. 14 Stadtstaaten und 9 Gegner. Und ich habe die so eingestellt, dass es schwierig wird, aber nicht unmöglich. Was glaubt ihr, wer auf der Karte ist? Und mit welcher Fraktion? Im Chat heißt es. Ja, also alles in sich. Ja, also fast alle meinen, die Römer sind auf jeden Fall dabei. Die Frage ist, wer? Wer Rom anführt? Ist es Trajan oder Gaius Julius Caesar? Beides möglich. Die einen rufen schon rein, Barbarossa, dann hätten wir echt Probleme. Wenn die Deutschen drin wären als Stadtstaatenkiller, hätten wir echt ein Problem an der Backe. Man ist sich sicher, es sei Ägypten dabei, weil ich ja persönlich ein glühender Fan der Stummfilm-Diva unter den Anführern bin, nämlich von Kleopatra. Aber das ist jetzt nur ein bisschen herumphilosophiert. Die Russen seien dabei, Phönizien, Kyros, die Perser, Georgien, die Sumerer, die Ungarn, die Franzosen, diese Nase, Dido, das Blumenkranzscheusal sei eventuell dabei, also die Franzosen, nee, die Engländer. Also das kann ich euch schon mal sagen, wären die Engländer mit dabei, von England ist auf der Karte nur ganz unten das Zipfelchen der Südküste. Und das Blumenkranzscheusal, Eleonore von Aquitanien und Britannien, die startet in England. Das ist die Königin, die mit England verknüpft ist und das wäre echt gemein. Also ich weiß nicht, ich habe ja manchmal einen schlechten Charakter, aber wenn ich Eleonore hier drauf platziert hätte, das wäre sehr, sehr gemein von mir gegenüber dem Blumenkranzscheusal.